Hallo, liebe Freunde von ABSZ, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, der gute alte Matt M. Und ich spiele normalerweise Fortuna Düsseldorf Spiele vor, aber wir sehen es zeitlich. Ich bin spät dran. Wir spielen es nach. Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 in der Realität letzten Sonntag mit einem 3:2-Erfolg in Unterzahl der glorreichen Fortuna gegen Hannover. Ich habe letzte Woche das Regensburg-Spiel dann doch nochmal, wie wir hier nämlich an den Zwischenergebnissen sehen können, dem Schwierigkeitsgrad Profi gespielt. Denn wir können ja sehen, die Weltklasse lag mir bisher noch so gar nicht. Das resultierte allerdings dann wieder in einem deutlich zu hohen Ergebnis, sodass wir zurück in der Weltklasse sind und wir versuchen nochmal unser Glück, auch wenn Fortuna nicht sonderlich stark gerade daherkommt. Ja, Ja, was grüße gibt Sie es zur hier in sportlichen der Situation zu Düsseldorf sagen? Arena, liebe Fortuna hat Fußballfans. Wetter ist vielleicht bestens, den das Wetter ist allerletzten richtig Sträuchern gut. genutzt Wir am letzten freuen uns auf dieses Sonntag, Spiel. um Am dann doch Mikrofon wieder sind zu natürlich auch Spitzengruppe heute ein wieder bisschen Wolf Fuchs und der aufgeschlossen. Kollege Sechs Punkte Frank sind immer noch Buschmann. eine Menge Und wir Holz, aber zeigen eben Ihnen nicht jetzt eine neun. Begegnung aus der zweiten Naja, Bundesliga. und Fortuna vielleicht, Düsseldorf gegen zumindest so ist das Hannover hier, 96. auf Düsseldorfer Ein Fanseite spannendes besteht dann doch Ligaspiel noch die also, Hoffnung auf Wolf. Beide eine wissen, worum es nicht geht, gerade gegen komplett diesen Gegner. Und unnütze das merkt man auch, wenn man Rückrunde. die Fans beobachtet. Eine Man wird sehen. extreme Erwartungshaltung Erkenntnis hat es vor auf jeden dieser Fall Partie. gegeben. Zum Beispiel die, dass der arme Florian Hartherzen, das sage ich wirklich aus menschlicher Sicht, wirklich also jedes Fettnäpfchen gerade Hier sehen wir mitnimmt, das man die als Aufstellung Spieler von Fortuna Düsseldorf. haben kann mit seiner Sie wählen gelb-roten ein Karte. konventionelles 4-4-2. Aber er war in der Startelf, Dürfte darum von spielt Ihrer er auch bei Seite mir. also ein ziemlich offensives Spiel werden. Hofnatzki Also war ja auf links, auf dem seine Papier. fünfte Wir Gelbe gucken, wie sich gesehen, das auf wird dem also Rasen dann darstellt. am Sonntag in Heidenheim nicht dabei sein. Heidenheim, die übrigens gerade live in Paderborn spielen. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne, Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um Sieht das tatsächlich durchzuhalten. der Das machen sie immer sehr, Aufstellung sehr gut. halbwegs ähnlich, außer dass Dux dann von der Bank kam. Da gab es ja ein bisschen kurioses Hin und Her bezüglich seiner Wenn die Fitness Fans oder so nicht. Und ich eine glaube, Wahnsinnsstimmung Tuomasi machen, dann nicht macht so gespielt, ein sondern Spiel stattdessen natürlich noch Schindler, mal viel mehr Spaß. Wolf, da der merkst du, dann auch die eine lieben den recht Fußball. unglückliche Sie Partie leben und sie ablieferte, unter lieben anderem ihn. dem Elfmeter an Felix Klaus zum 1-0 der Fortuna verschuldete. Ja, alles Vergangenheit. Oh, der Rasen Der ist ziemlich Schiedsrichter abgenutzt. pfeift dieses Spiel an. So schlimm war er nicht am Sonntag, aber da muss ich nochmal in den Settings nachgucken, ob ich den Rasen nicht wieder etwas hübscher mache. Hennings. Das war ein Foul. Duxch. Also. Genki Haraguchi. Super Pass. Die Chance jetzt. Das muss es sein. Es bleibt gefährlich. Den Ball hält er gut. Eckball. Ja, es Die Ecke ist kommt rein. nicht einfach. Auf der Weltklasse. Hennings. David So. Kownacki. Prip. Brauchen wir etwas ruhiger auf vielleicht. Kenan Karaman. Felix Klaus. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Sie haben den Ball erstmal In die rechts Arme, hinter ach sich. Aber mein Gott. das war sensationell. Doppelchance. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Duxch. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Lange Flanke. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Sehr gut geblockt vom Was ist das Abwehrspiel. denn? Und die Chance. Aber nein, er geht abseits.
Und das war wichtig, dass die Fahne hochgeht, sonst hätte er hier faul das Tor machen. Eigentlich nicht sein, nur dass Danz so das Kopfballduell da verliert, das halte ich eher für unrealistisch in so einer Situation. Kevin Danzo. Hallo Mittelfeld. Ja, jetzt läufst du los. Alfredo Morales. Felix Klaus. Fängt diesen Ball ab. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Schade. Sehr guter Einsatz. David Kownacki. Da ist die Hereingabe. Gut gemacht. Den Ball hat er sich. Falscher Fuß. Ah, den muss er besser verteidigen. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. An den Pfosten. Noch, das gibt's doch nicht. Das war der Pfosten, ja. Und das ist der Ballverlust. Hoffmann. Hennings. Und da ist der Ball. Ah, wenn der durchgekommen wäre. Pripp war in den Raum gestartet. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. Nee. Genki Araguchi. Klasse Tackling. Das war nichts. Pass auf außen. Alles zu, leider. Alfredo Morales. Prep. Zu viel Power. In ach, zu Ball. Steil. Kein viel zu steil. Ballverlust. Ball gewinnen. Den Ball spielt er raus. Jetzt Kenan Karaman. Geht dazwischen und hat den Ball. Pass. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. David Kownacki. Ja, könnte was werden. Nein. Prep. Karaman. Er holt sich den Ball. Ah, wenn der durchkommt. Da war Klaus komplett frei. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Felix Klaus. Gut verteidigt. Araguchi. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Genki Araguchi. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. David Kownacki. Jetzt der Vorstoß. Klasse Aktion. Ja, das ist schon nicht einfach. Keine da Gefahr, durchzukommen. Die Flanke wird abgeblockt. Ach. It's a corner. Ja, die wirklich guten Szenen waren tendenziell eher auf der anderen Seite, aber bitteschön. Ich will dann so. So. Ecke kommt in 16er. Auf der Linie. Na, das war doch nicht schlecht. Schade. Araguchi. Dominik Kaiser. Das könnte gefährlich werden. Klasse Zuspiel.
Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Die Pierne Ecke könnte gefährlich werden. Da kommt die Ecke. Der Torwart hat den Ball, gute Aktion. Dominik Kaiser. Super Pass. Ah, oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Es ist nicht einfach. Prep. Ich habe vorne eindeutig ein paar Chancen zu viel verballert. Karaman. Das ist schlecht. Schönes Zuspiel. Da ist die Chance. Ganz stark abgeblockt. Ach Mann. Dominik Kaiser. Haraguchi. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Natürlich. Natürlich. Felix Klaus. Ja, da gehen sie sofort und holen sich den Ball. Und er hat den Ball. Ja. Alfredo Morales. David Kownacki. Ballverlust. Ach, warum ist der nicht präzise, der Ball? Gut gespielt. Ball geht nach außen. Duxch. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Welche Bälle können die echten Hannover-Spieler überhaupt nicht spielen? Ecke kommt rein. Und das gibt erneut Eckball. Quatsch, das war Abstoß. Jetzt kommt die Ecke. Da gibt es schon wieder Eckstoß. Ecke kommt in die Mitte. Dominik Kaiser. Da zieht er ab. Er muss doch sitzen, oder? Stramm abgezogen. Aus der Wie soll man das denn alles verteidigen? Kommst du nicht mehr? Ich meine, klar, die Winkel sind spitz und die schießen dann auch David zu früh. Aber trotzdem. Sie verlieren den Ball. Mann, das nervt mich so, dass der Computer auf Weltklasse immer quasi seinen Fuß dazwischen hat. Meine Spieler aber einfach zu doof sind. Kann er was draus machen? Genki Haraguchi. Gute Aktion, spielt raus. Wir erleben hier heute eine enorm spannende, eine offene Partie mit Chancen hüben wie drüben und das macht Spaß. Felix Klaus. Fängt diesen Ball ab. Mist. So, Ballbesitz jetzt. Nein. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Haraguchi. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Ball kommt rein. Ball ist weg. Kommen Sie vielleicht noch mal ran. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Karaman. Prep. David Kownacki. Mein Gott, man hat auch wirklich keine Zeit, kein gar nichts hier. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Nein, tun wir nicht. Alfredo Morales. Felix Klaus. Der Ballverlust, keine gute Aktion. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin Ach gespannt, ob ihr ein ich Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko können, geht. Dürfen. Müssen.
Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Das muss es sein. Es bleibt gefährlich. Den Ball hält er gut. Eckball. Keine Gefahr hier. Da hat er den Ball. Das dann immer die, ehrlich gesagt, eher harmlosen Chancen gezeigt werden. Meine Chancen waren tatsächlich viel größer, aber die passen nicht in dieses EA-Wiederholungsformat. Ah, kein Tor! Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Werden deshalb nicht gezeigt. Ich hatte, glaube ich, sogar mehr Torschüsse aufs Tor. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ja, nee, die Hannover-Chancen-Show muss ich mir nicht angucken. Das interessiert mich nicht. Guck mal. Hier, mehr Schüsse aufs Tor, mehr Ballbesitz, aber der Computer zeigt schön die Hannover-Chancen. Das ist doch auch Blödsinn. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielerschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Hennings. Ja. Zimmermann. Niemand frei da. Karaman. Super Pass. Ganz gefährlich. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Da verließ mich der Mut. Aber solche Chancen darf ich nicht die ganze Zeit verballern. Das geht nicht. Pass auf außen. Nee. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Das ist aber auch blöd. Wieso schaltet das Spiel auf den Spieler um und dann komme ich aber nicht ran? Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Ja, ist wieder was für die Wiederholung. Der Ball kommt rein. Okay. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Alfredo Morales. Da wäre Platz für den Konter. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Mist. Haraguchi. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ausgeglichenes Bild beim Ballbesitz. Ich muss schon sagen, es ist bisher ein 0:0 der unterhaltsameren Art. Das Spiel macht Spaß, es fehlen die Tore. Ach, die kommen auch noch. Na, der Ballverlust. Schiri. Okay. David Kownacki. Prim. Zimmermann. Jetzt Kenan Karaman. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Der Ball prallt zurück. Oh, schon wieder Pfosten. Kann Gibt's er weit nicht. Einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Der lautet... Meiner, ja, der ist auch verletzt. Wenn ich da mich nicht komplett hier irre. Er blockt die Hereingabe ab. Alles zu eigentlich, ne? Jetzt kommt die Ecke. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts bei rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war... kaum mehr rauszuholen. Ist Ihr Team schon bei uns angemeldet? Wenn noch nicht, dann melden Sie sich auf unserer Geschäftsstelle. Wir sind immer auf der Suche nach Talenten. Haraguchi. Der Sport für alle. Jetzt wird's gefährlich. Die Gelegenheit für die Flanke.
Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das war nicht schnell genug. Der Ball ist weg, und das war nicht präzise genug. Herr Hennings. Genki Araguchi. Da ist die Flanke ins Zentrum. Könnte die Führung werden. Chance lebt noch. Also den Ball muss er machen. Keine Frage. Weiterhin unentschieden. Felix Klaus. Da wäre Platz auf außen. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Und der Torhüter ist zur Stelle. David Kownacki. Sieht gefährlich aus. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Hennings muss runter. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Das könnte eine Gelegenheit. Ja, und warum läufst du denn nicht weiter, Hartherz? Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ich kenne einen, der noch eher runter muss. Ganz energisch. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Der Ball kommt. Oh, das rot geklärt hier vom Torhüter. Gibt es doch nicht, ey. Duxch. Holt. Ja, geht gut dazwischen. Hennings. Nein! Warum rennt der denn da so los, ey? Dominik Kaiser. Das könnte was werden jetzt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ah, das sieht gut aus. Was macht er draus? Da ist die Flanke. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke und dann ist dieser Volley natürlich richtig gut. Der Keeper ist machtlos. Den Ball hat er super getroffen. Ausgerechnet Klaus. Ne? Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Ja, so früh ist auch nicht, ja? Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Schlechter Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Chance für eine Flanke. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Da können sie klären. Hennings. Das könnte vielleicht was werden. Da ist die Hereingabe. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley. Das nennt man ausgekontert, Freunde. Wir sehen nochmal dieses Tor, da ist die Flanke und dann ist er da, packt den Volley aus. Es ist ein sehenswerter Treffer, ein unhaltbarer Treffer. Hier nochmal dieser Treffer. Zweimal Flanke von links am Tor. Das ist aber vielleicht kräftemäßig. Jetzt läuft es gerade eigentlich so gut. Ja, wir lassen es mal, wie es ist. Können ja dann hinterher was von der Uhr nehmen, ne? 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ausgerechnet Karaman. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch.
Duxch. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Nein. Genki Haraguchi. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Hartherz. Einwurf jetzt. Einwurf jetzt. Oh, da unten Uwe Rösler. Haben mich sogar gut getroffen. Hartherz. Super dazwischen gegangen. Das ist ja kein Blödsinn spielen. Dominik Kaiser. Genki Haraguchi. Er blockt die Hereingabe ab. Nope. Wechsel bei Hannover 96. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 10. Genki. Jetzt Eckball. Flanke kommt ganz weit. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Ja. Oh. Schade. Na. Duxch. Verteidiger ist dazwischen. Jetzt die Flanke. Ball ist weg, aber geht da noch was? Tja, mal sehen. Karaman. Alfredo Morales. Vorne der Ballgewinn. Ach. Was ist denn das für ein Ball? Die Vorwärtsbewegung jetzt. Gefährlich jetzt. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen Sie jetzt ausnutzen. So ein ärgerlicher Ball, Morales. Der geht ja gleich raus. Komm, wir machen hier mal jetzt ein bisschen Absicherung. Vielleicht gibt Ihnen dieses Tor nochmal einen Schub. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung. Ganz schlechter Ball von Morales. Es wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Jetzt könnte er flanken. David Kownacki. Sie geben den Ball jetzt wieder ab. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Hennings. David Kownacki. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Die Nummer 9, David Kownacki. Neue Demokratie, die Nummer 18, Thomas Pläne. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Was ist das? Oh, den musst du eigentlich reinmachen. Ja, Wolf, aber nix ist, sie laufen dem Rückstand weiter hinterher. Aber also, der wurde mir jetzt so ganz sauber, wurde der da auch nicht abgenommen. Finde ich. Der Torhüter treibt seine Vorderleute an, der Ball soll lang gespielt werden. Viel Zeit ist ja nicht mehr, er macht also genau das Richtige. Dominik Kaiser. Verteidigt da den Ballbesitz. Wird's hier nochmal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Vielleicht der Ausgleich.
Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr, ey. Ja, ja, zelebrier das hier. Das will doch kein Mensch sehen. Boah, als würde das Spiel es mir unbedingt ins Gesicht reiben wollen. Wenn du dich als Torwart gleich zwei Leuten gegenüber siehst, was willst du denn da machen? Eine Seite kannst du dicht machen, aber eben wie unfair, beide. Wie absolut unfair, wirklich. Kein Sieger nach 90 Minuten. Ich bleibe dabei, FIFA hat ein Schwierigkeitsgradproblem. Profi zu leicht, Weltklasse unfair und zu schwierig. Das bringt so nichts. Nein, ich muss mir nicht die Highlightshow von denen nochmal angucken. Ja, das könnt ihr euch sonst wohin stecken, Freunde. Wir gucken uns die Tore. Ach komm, lassen wir's. Das war's für heute. Tschüss.